My name is Ma Riker. And my name is Max. Und deine Mama steht hier auch nur am Kochherd? Nein. Sie darf schon auch raus. Also sie darf sich alles kaufen, aber nur im Schlussverkauf. Sie darf auch, während ich in der Schule bin, auch raus. Also dann bleibt, muss aber halt der Papa daheim bleiben. Also einkaufen fürs Essen mittags, dann tut halt der Papa kochen. Wenn ihr beide jetzt in die Küche steht, nicht? Und kocht, darf Mama dann raus? Dann darf Mama zum Einkaufen. Das ist uns wurscht, aber sie darf halt nicht außer dem Tor. Doch sie darf auch bis nach Mainburg, darf sie aber weiter nicht. Das ist die Grenze, ja? Aber Nachmittag, da darf sie bis nach Regensburg. Und das habt ihr alles so geplant, ihr Männer? Ja, wir sind cleverer als meine Mutter. Und sie verkauft sich an die Mutter. Sie ist immer fröhlich, wenn sie hört, dass sie bis Mainburg darf. Und dann nachmittags ist sie auch fröhlich, wenn sie nach Regensburg darf. Aber eine Leine hat Mama nicht an, ne? Was? Nein. Die darf frei rumlaufen. Sag mal, wenn du jetzt später heiratest, ne? Dann heirate ich nur eine. Zwar eine aus unserem Dorf, weil die in unserem Dorf kennen fast alle Borisch. Aber ich werde nicht blöd sein und eine aus Schwaben oder so heiraten. Mhm. Weil ich mich mit der nicht verstehe. Also ich bin zu blöd zum Schwabisch lernen. Und wenn du später heiratest, darf deine Frau dann auch mal ein bisschen Auslauf haben? Die darf auch wie meine Mama bis nach Mainburg in der Früh. Und dann soll sie wieder zurückkommen? Ja, sie darf immer 5 Stunden wegbleiben. Und dann? Und dann muss sie wieder zurück. Aber 5 Stunden sind schon lang. Ja. So lang braucht man von hier bis nach Berlin.